Das Mazda-Museum. Platz da für Mazda im Straßenbahndepot. Platz da für Mazda, titelte die Süddeutsche Zeitung am 24. November 2017 anlässlich der Eröffnung des Oldtimer-Museums mit Modellen des japanischen Herstellers Mazda. Dass ausgerechnet ein ehemaliges Straßenbahndepot heute das weltweit bedeutendste Museum mit historischen Mazda-Fahrzeugen beherbergt, ist etwas ungewöhnlich. Die Anfänge gingen in eine andere Richtung. König Ludwig II. Von Bayern hatte 1880 von Schloss Linderhof aus der Stadt Augsburg die Konzession zum Betrieb einer von Pferden gezogenen Straßenbahn erteilt. Mit zunehmendem Verkehrsaufkommen wollte man in einem Pilotprojekt eine Dampfstraßenbahn einführen. Doch der Dampfbetrieb wurde von der Bevölkerung nicht angenommen. Die Anwohner fühlten sich durch Rauch, Ruß und Lärm zu stark belästigt. 1895 übernahm die Firma Elektrizitäts AG Schuckert und Co. aus Nürnberg die Straßenbahn. Noch im selben Jahr errichtete die Firma am Senkelbach ein Elektrizitätswerk. 1898, im Geburtsjahr von Bertolt Brecht, konnte die Pferdebahn von der elektrischen ersetzt werden. Zur Unterbringung der neuen Straßenbahnwagen wurde 1897 ebenfalls am Senkelbach das erste Straßenbahndepot gebaut. Als solches war es bis 1960 in Funktion. Danach diente es bis 1989 als Lager für Oldtimerbahnen und nicht mehr eingesetzte Fahrzeuge. In dem im Keller untergebrachten Schießstand trainierten ab 1975 die Mitarbeiter der Bayerischen Landespolizei ihre Schießkünste. In den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts verfiel der Komplex immer mehr. Schließlich machte das ehemalige Depot den Eindruck, als warte es nur auf die Abrissbirne. Da kam als Retter Walter Frey. Er schaffte es nach zähen Verhandlungen, die Halle zu übernehmen. Walter Frey, Inhaber des Autohauses Frey in Augsburg, hatte 1980 mit dem Sammeln von Autos der in Deutschland eher nicht sehr verbreiteten Marke Mazda begonnen. Erstes Exemplar der Sammlung war der Mazda Cosmo, gebaut zwischen 1967 und 1972. Inzwischen ist die Kollektion auf 120 Modelle angewachsen. Selbst in Japan gibt es keine vergleichbar umfangreiche Sammlung. Die Exponate stammen aus aller Herren Länder. Seit Herbst 2017 werden im Mazda Classic Automobilmuseum Frey im Rotationsprinzip immer wieder neue Exponate aus der reichen Mazda-Sammlung gezeigt.